Herzlich willkommen zum Human Design Talk. Heute geht es um das Sakralzentrum. So. Hallo. Hallo Hallo, Selina. hi. Na? Na, wie geht's? Ganz gut, ich habe gerade noch gebadet. Oh. Ja, das war so schön. Oh, ich habe vergessen. Nein, egal. Wie geht's deinem Sakralzentrum heute? Ich bin ein bisschen müde, aber es geht. Geht. Ich habe intensive Wochen und Tage hinter mir. Das heißt, das Sakralzentrum ist gut gelaufen. Hallo Hallo. Peter, hallo Silke. Ich weiß gar nicht, wer noch alles da ist. Ja, Habe hallo. schon gesehen. Natascha. Ideensprung. Weiß ich nicht genau, wie dein Name ist. Hallo zusammen. Und wie geht es deinem Sakralzentrum, Selina? Gut. Gut, ich habe mich heute gut unter Kontrolle, würde ich sagen. Sehr Ja, schön. da immer so ein bisschen verloren manchmal, ne? Das Muss man ehrlich so sagen. sprechen wir ja heute wahrscheinlich auch zusammen. Mal schauen. Es ist ja so, dass wir die Inhalte nicht vorplanen, nur das Thema, und dann schauen wir, wohin es uns trägt. Wir haben ja beide eine definierte Milz, da geschehen die Dinge ein bisschen intuitiv. Genau. Genau. Thema Sakralzentrum. Uns ist aufgefallen, dass wir sind ja mal alle Zentren durchgegangen im letzten Jahr. Und da haben wir beim Sakralzentrum haben wir über die Beziehung zwischen sakralen und nicht sakralen Typen gesprochen, aber gar nicht so richtig über das Zentrum an sich. Und deswegen wollten wir das noch nachholen, weil es doch. Es ist doch interessant. Ich finde, es ist ein Zentrum, das schon sehr zentral ist. Also jedes einzelne Zentrum ist wichtig. Aber es bestimmt ja auch so ein bisschen, welcher Typ man ist oder welche Kategorie-Typ man ist. Und irgendwie beschäftigt es alle sehr stark. Ne? Wir haben beide das Phänomen beobachtet, dass es viele Generatorentypen gibt, die irgendwie überrascht sind, wenn sie hören, dass sie eine kontinuierliche Energie über das Sakralzentrum haben. Und ganz viele Projektorinnen und vielleicht auch die ein oder andere Manifestorin, die ziemlich überrascht ist, dass sie kein definiertes Sakralzentrum ist, weil sie eigentlich die ganze Zeit am Machen und Tun ist. Und das macht irgendwie zumindest für mich das Sakralzentrum so spannend. Was fällt dir so ein? Zum Ja, Starten. ich habe auch den Eindruck, dass so das Sakralzentrum, das ist wirklich das Zentrum, das uns so ein bisschen unterscheidet von den Typen, auch von der Ja. Aura, und das Ja. viele nicht richtig einsetzen können. Und das ist Ja. schade, weil das eigentlich ja nur die Lebenskraft ist, so die, ne, unsere Welt erschafft und so viel Ja. Freude darin liegt und wir irgendwie das oft noch nicht so richtig gut nutzen, finde ich. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Und ach so, vielleicht sollten wir das mal zum Start dazu sagen. Ich bin manifestierende Generatorin, das heißt, ich habe ein definiertes Sakralzentrum. Hatte aber auch viele Phasen meines Lebens, wo ich nicht wirklich viel Energie und Kraft hatte, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und bei dir sieht es ja anders aus. Genau, ich bin Projektorin und ich habe ein komplett offenes Sakralzentrum. Also ich habe kein einziges Tor dort aktiviert. Ja, und wer sich jetzt fragt, hä, offen, Tor, was? Kann gerne nochmal unser letztes Live nachschauen. Das ist bei mir im Feed gespeichert. Und heißt Dekonditionierung, da sprechen wir über die komplett offenen Zentren. Da ist bestimmt einiges Spannendes noch drin. Ja, ansonsten, Selina, wo möchtest du starten? Du bist ja eigentlich mit dem offenen Zentrum wirklich Expertin für das Sakralzentrum. Ja, ich würde gerne mal wissen, wer das dann hier jetzt definiert hat oder undefiniert oder offen. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen,
Oder? Wäre das so definiert? Ja, total. Kürzt es gerne ab. Manchmal das Handy ist ein bisschen mühselig. Also ein D für definiert und ein U für undefiniert oder auch ein O für offen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was genau jetzt der Unterschied zwischen offen und undefiniert ist, dann schreibt einfach ein U in die Kommentare. Also ein D für definiert und ein U für undefiniert. Definiert für Generator. Definiert. Und wenn ich jetzt frage, wovon reden die, dann schaut man eure Chart. Wenn es weiß ist, ist es undefiniert. Wenn es farbig ist, ist es definiert. Definiert, definiert, definiert. Oh, Selina, wir sind in einer puren Generatorentypenrunde. Ja, sehr schön. Definiert, Spannend. definiert, definiert. Schön. Na dann. Die Projektoren und Manifestoren haben sie nicht vom Thema angesprochen gefühlt. So, ich habe schon die Nachricht bekommen von Leuten, die es später gucken möchten und die eher zum undefinierten und offenen Lager gehören. Von daher. Gut. Ja, Ja, schön. du kannst ja mit deinem offenen Sakralzentrum unser definiertes sehr deutlich spüren. Wie ist das so? Ja, ich finde, es ist auch oft aktuell, finde ich, ist es oft noch schwierig, das zu spüren, weil ich oft in meinem Nicht-Selbst total bin. Ne? Ich bin die komplette Macherin. Ne? Ich generiere hier alles und das ist mein komplettes Nicht-Selbst. Und das fällt mir manchmal schwer, weil viele das nicht nutzen. Also ich habe manchmal einfach gegenüber von mir Generatoren oder MGs sitzen und ich kann dieses Feuer nicht spüren, weil das nicht da ist. Weil es einfach so. Ja, dieses Potenzial so ein bisschen verkümmert ist, dass man das echt erstmal wieder freilegen muss. Ja. Es gibt ja auch im Human Design den Begriff Sacred Burnout. Das hat nicht so viel mit dem wirklich schwerwiegenden, vielleicht auch klinischen Burnout zu tun, weil man den relativ schnell wieder rückgängig machen kann. Sacred Burnout, wenn so richtig das Feuer eigentlich, nein, das Kalzenum ist ja eigentlich schon Feuer, ne? Das ist feurig, hast ja schon gesagt, Lebensfreude, Lebenslust, Sexualität liegt da drin, also auch eine erschaffende Energie. Und das kann sein, dass das Feuer davon nicht ausgegangen ist. Also wirklich ausgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich auch so spannend finde, das ist ja ein Motorzentrum. Ne? Wir haben ja vier Motorzentren im Human Design und das ist sozusagen der Motor, der so richtig, der läuft halt langfristig. Ne? So ein Marathonmotor. Und dass der halt ein ganz spezifisches Benzin hat, ne? Der läuft halt auch nicht einfach so, Ja. sondern der läuft mit Lebensfreude. Und ich glaube, wenn man das erste Mal hört, klingt das erstmal ein bisschen lustig. Ja, vor allem, wenn man das noch nicht richtig gespürt hat, ne, was es eigentlich ist, weil wenn der mal an ist, dann ist der an, ne? Das ist total witzig. Das ist schön einfach, das zu beobachten. Das Ja. Sakralzentrum ist ja so, ne, jeder, der das definiert hat, ist ja entweder Generator oder manifestierender Generator. Das heißt, das Sakralzentrum macht quasi so ein bisschen die Aura, die ihr habt, ne? Im Prinzip, ihr zieht ja mit eurer Aura irgendwie alles zu euch hin, die ist so schön weich und umhüllend. Und ihr zieht Dinge im Außen zu euch, damit ihr reagieren könnt. Möchte ich da meine Energie einsetzen? Möchte ich da mein heiliges Sakralzentrum benutzen? Ja oder nein? Mehr gibt es ja Ja. nicht, ja oder nein. Und wenn du ein Ja hast, dann ist das so. Ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie fühlt sich das dann an, wenn du so ein Ja hast und dann diese Energie spürst? Ja, also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es sich für verschiedene Leute auch verschieden anfühlt, aber so ganz grob kann man sagen, es ist ein warmes Gefühl, es ist ein Gefühl von Aufregung, kann sogar fast wie das Gefühl sein, dass man verliebt ist. Es ist ein Kribbeln im Bauch, kann auch ein Kribbeln im Herzzentrum, also im Brustraum sein, oder ein Kribbeln dazu anders an den Armen und Gesicht. Es ist ein Grinsen, ne? Es ist ein Lächeln, es ist da will ich hin. So, ne? Da will ich hin. Das ist ja sozusagen so, als würde ein jemand so mit einem Band, ne? Wie ist das Wort? Seil, so mit einem Seil an den Bauch so zu sich herziehen, so ist es so ein bisschen, ne? Ohne dass sich das nach Druck anfühlt. Wenn sich das nach Druck anfühlt, ist das eigentlich immer ein anderes Zentrum. Es fühlt sich nicht gezwungen an, sondern wirklich so, dass so, ja, darauf habe ich Lust, so, ne? Es ist ein bisschen diese kindliche Freude, ne? Es ist wirklich so, dass wir manchmal die MGs und die Generatoren stelle ich mir schon eher so als die kindlichen Typen vor, weißt du, und die Projektoren manchmal so als die Mamas und die Papas. Die Manifestoren sind dann nochmal die Könige und die Königin. Ne?
Und so fühlt sich das an. Und aber das ist eine, es ist ein Kontinuum. Ne? Das gibt sehr schwache Ja's, die sehr leise sind, und es gibt sehr starke Ja's, die ganz, ganz deutlich sind. Und je deutlicher ist, desto leichter ist es natürlich wahrnehmbar. Wenn es so ein ganz leises Ja ist, ist es am Anfang eine Herausforderung, das tatsächlich zu hören. Und ein Ja ist so ein bisschen das Gegenteil. Es ist fast so wie, als hätte einen so ein leicht so in den Bauch geboxt, ne? So, oh nee, so ein Zurückweichen. Kann auch so ein bisschen so ein Knoten im Bauch sein. Das ist einfach, und viele beschreiben das auch so richtig, so die Energie geht runter. Richtig so, na, und je mehr man darauf achtet, desto nuancierter wird das. Ja, so würde ich sagen, fühlt sich das an. Von dem, was ich erfahren habe und von dem, was ich von anderen Leuten auch gehört habe. Ich habe ja auch mal Sacred Sessions mit Leuten gemacht, und das waren auch so die Rückmeldungen. Ja. Das ist so spannend und so schön. Ich finde es auch als Projektorin, das so schön zu beobachten, wenn Leute wieder echt in dieses Gefühl kommen, weil es ist echt, für mich fühlt sich das auch so an, als wäre ich so eine Mami und ich gucke den Kindern beim Spielen zu. Und es ist so, ja, möchtest du das machen? Ich stelle ja oft dann auch mal geschlossene Fragen und dann ist wie so, yeah, ich will das machen. Und dann rennen die so los, yeah, lass uns das machen, lass uns weiter eine Webseite bauen, lass uns keine Ahnung was machen. Und dann ist es echt dieses, ja, wenn man sich an die Kindheit so ein bisschen zurückerinnert, ich glaube, es ist dieses, ja, ich will das jetzt machen, unbedingt. Und da gibt es kein, oh, ich muss das später machen, oder da gibt es kein, ob das jetzt klug ist, das zu tun. Es ist einfach nur, möchte ich gerade im Matsch rumspringen? Yes! Und dann springst du da im Matsch rum. Bist du keine Lust mehr? Ja, und ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen, dass dieser, ich glaube, jetzt denken wir oft über diesen Zwischenschritt, ne, dass wir sogar sowieso denken in uns so, ja, das möchte ich machen. Aber wenn wir so richtig in unsere Kraft kommen, das dauert ja, ne, Monate, Jahre, ist es gar nicht mehr, das findet nicht im Kopf statt. Das ist so sozusagen so unmittelbar, ohne dass so eine innere Sprache überhaupt stattfindet. Das ist einfach dieses, möchtest du es machen, und dann machst du das sozusagen. Also du fällst sozusagen in deinen Körper und bist schon im Matsch. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber es ist sozusagen eigentlich eine ganz unmittelbare Reaktion, ohne dass ich jetzt groß drüber nachdenke, so, ist es gut, habe ich das Geld, was sagen die anderen, habe ich dafür Zeit, so, ne? Ja. Und ich finde, ihr Projektoren habt dann so ein ganz feines Gespür auch dafür, ob das ein Ja oder ein Nein ist, unabhängig vom Wort, was ausgesprochen wird. Mein Mann ist der Projektor, und der ist inzwischen so wie, okay, das war ein Nein, weil manchmal fragt er mich was, und dann bin ich so wie, ja, dann weiß ich, eigentlich kommt das sehr, das kommt noch mal ein bisschen auf spezifische Design an, aber in vielen Fällen kommt diese Antwort sehr schnell und sehr, klingt dann sehr natürlich. Na, und wenn ihr euch selber so hören, sagt sowas wie, ja, das ist eigentlich ein Nein, oder so ein, ja, das ist auch meistens ein Nein. Das ist ganz lustig, wenn wir mal drauf achten. Ja, vor allem, wenn man das Tor 29 hat, ne? Das ist ja so ein bisschen das Tor des Ja-Sagens. Ne? Das sind Menschen, die das aktiviert haben, denen fällt das oft so schwer, Nein zu sagen. Ne? Das ist so, du hast schon Ja gesagt, weil du so gerne Ja sagst, und dann steckst du irgendwo wo drin und machst irgendwas. Und ja, die Energie geht so weg, und du merkst, Mist, jetzt habe ich mich hier committed und jetzt geht die Energie weg. Und ich glaube, das passiert vielen Leuten. Ja, das ist das Tor 29 und ja noch andere Aspekte im Chart, ne? Auch das undefiniertes Emotionszentrum, undefiniertes Herzzentrum, ne? Sind so Klassiker, ne? Wo es uns sehr schwer fällt, Nein zu sagen. Aber im Generatorentypen an sich, ne? Sind ja so ein bisschen kuschelige Typen, sind gerne in Gesellschaft. Es ist wirklich, wirklich eine Herausforderung, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist mit unserer größte Lernaufgabe hier auf der Welt. Ja. Zu lernen. Selbst wenn wir MGs sind und wir können vielleicht auch 3 Sachen oder 5 Sachen gleichzeitig machen, selbst dann ist es wirklich unsere Aufgabe, auch Nein zu sagen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob wir was machen oder ob wir wirklich das sakrale Ja bekommen haben und dann was machen. Fühlt sich komplett anders an. Und das findet man mit der Zeit raus. Ne? Das passiert nicht dann sofort, dass man so den Unterschied merkt, aber es ist so ein großer Unterschied, dass man irgendwann,
ist keine Frage mehr da, habe ich das jetzt aus einer sakralen Antwort gemacht oder nicht. Ja. Wir hatten, glaube ich, gerade einen Kommentar. Ja. Ich finde, das Ja auszusprechen ist nur die sprachliche Manifestation des sakralen Gefühls. Mhm, genau. Ja. Eigentlich kommt auch wieder auf das Design drauf an, aber ich glaube, das Ja ist immer noch, also das Aussprechen, selbst beim manifestierenden Generator, der ja die Verbindung zwischen Sakral und Kehle hat, selbst da ist das Gefühl, glaube ich, da, bevor man das ausspricht. Mhm. Aber es hilft trotzdem auch nochmal, manchmal, gerade wenn man anfängt, auch dieses Hören nochmal so, ne? Habe ich Ja gesagt oder habe ich Ja gesagt? Ja. Vor allem, jetzt hört man ja ganz oft immer, gerade bei Generatoren steht ja so oft, das sind die Arbeitsbienchen, ne? Oh, das, alle Generatoren, die bei mir irgendwie in meiner Umgebung sind, die fühlen sich überhaupt nicht wohl mit dem Wort. Und ich finde, ja, das stimmt auch nicht, weil das Sakral ist nicht, das heißt nicht Arbeit. Vor allem, Arbeit ist für uns ja immer etwas, was nicht so richtig Spaß macht, was man halt machen muss, wo man irgendwie sich zu verpflichtet hat, weil man Erwartungen erfüllt oder. Dieses Sakrale, ja, dieses Arbeitsbienchen sein, das ist eher ein Erschaffen, das ist ein Schöpfen, das ist ein, oh, ich baue hier was, ich mache hier irgendwas und nicht so dieses, du musst das jetzt machen, weil man macht das so oder du musst das jetzt machen, weil das muss fertig werden, sondern es ist so ein, ich beschreibe das immer so schön, ich weiß gar nicht, wie das ist, ne? Aber es ist eher so ein, boah, ich habe das gemacht und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe und auf einmal war es fertig und ich bin so glücklich, dass es fertig ist. Ich bin müde, aber ich bin so glücklich, weil das so cool ist. Ja, das ist wirklich, also ich glaube, wir haben in unserer heutigen Gesellschaft einen problematischen Arbeitsbegriff. Ich habe ja noch ein zweites Leben als Forscherin in einer soziologischen Forschungsgruppe, wo es auch um Kapitalismustheorie geht und Arbeit. Versuche ich gerade aus meinem undefinierten Arschloch zu sprechen, was weiß ich, nicht gut funktioniert. Dass wir einen problematischen Arbeitsbegriff haben. Und Arbeitsbiene tatsächlich, so wie du sagst, das klingt so, als müssten wir so, ackern. Also so im Schweiße deines Angesichts so. Aber in Wirklichkeit fühlt sich das eigentlich nach Flow an. Und Flow heißt ja immer, dass ich genau diese Mitte treffe zwischen was ich kann. Guck mal, offenes Arsch noch. Wie war das? Egal. Man ist im Flow, das fühlt sich ganz leicht an. Und das ist dann auch sowas wie, dass man auf einmal so aufguckt und es ist dunkel geworden und es ist 6 Stunden später. Man hat es nicht richtig gemerkt und man fühlt sich ganz erfüllt und man ist so ein bisschen, was ist das richtige Wort? Also so kaputt und müde trifft es nicht so richtig. Man spürt dann, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich durch, aber und ich bin so ganz zufrieden. Ne? So eine zufriedene Müdigkeit. So wie wenn man so abends so denkt, so, ach, jetzt gehe ich ins Bett. Ne? Nicht so eine Erschöpfte, sondern einfach dieses, ja, jetzt ist auch gut. Es ist dann auch Erfüllung, ne? Oder? Eure Signatur ist ja Erfüllung, trifft es das Wort auch wirklich? Sehr total, gut. Total, finde ich. Also finde ich absolut. Und Erfüllung. Und auch Freude, ne, so dieses, auch diese kindliche Freude über, guck mal, was ich gemacht habe. Guck mal, was ich selbst davon habe. Ja, Peter sagt auch erfüllt. Ja, ich finde das richtig, richtig gut. Ja, ich finde, wenn man das erste Mal von Human Design hört, denkt man so, ja, die Manifestoren stehen da mit der Peitsche und sagen, wir bauen jetzt die Pyramide und hier die Generatoren MGs, wie so die Sklaven bauen das dann. Aber so ist es halt gar nicht, ne? Sondern es ist so, einer hat so eine Idee und sagt, hey, wir könnten das und das machen. Und dann ist die so, oh yes, ich möchte da mitmachen und ich mache damit Zufriedenheit, genau. Und was mir immer auffällt, also wenn ich so Workshops gebe, ne, dann kommen vor allem, du sagst das ja auch jedes Mal zu mir, Christina, und auch andere MGs sagen immer, guck mal, was du Tolles erschaffen hast, diesen Kurs. Und jetzt ist der da. Und ich denke mir, ja, jetzt ist der Kurs da. Aber mir geht es überhaupt nicht um dieses Erschaffen. Ne? Ich finde es dann schön, aber es gibt mir jetzt kein Gefühl der Befriedigung. Mich erfüllt oder, ne, ich fühle mich dann erfolgreich, wenn beim anderen sich was bewegt hat. Ne? Wenn ich einfach nur so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte einfach nur dabei sein.
und freue mich ja. dann eher so, weil die anderen sich so freuen, dass das jetzt erschaffen wurde. Ja, ich glaube, für die Generatorentypen ist das auch wirklich so wichtig, dass es am Ende des Tages was Greifbares gibt, was entstanden ist. Also ich glaube, weiß nicht, interessiert mich wirklich mal, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich glaube, dass wir gerade uns Generatorentypen extrem schwer tun mit ganz vielen von so modernen Arbeitstätigkeiten, wo wir den ganzen Tag am Computer sitzen und so konfuse Dinge machen, so wie E-Mails schreiben und sowas nicht Sichtbares vielleicht auch organisieren. Und natürlich kann ich am Ende des Tages in meinen Postausgang gucken und sehen, ah ja, ich habe heute wieder 30 E-Mails geschrieben. Aber das ist nicht dieses Gefühl von Zufriedenheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, was mir fehlt als Generatorentyp, ist so dieses, wirklich sowas erschaffen zu haben, was man dann so anfassen und sehen kann. Ja, würde mich wirklich interessieren, ob euch das auch so geht. Dass das schon ein bisschen dazugehört. Ja, das muss jetzt nicht sein, dass man jetzt kein Gegenstand, aber kann ja auch sowas sein wie eine Website, also auch was Digitales oder so, aber so ein Ergebnis zu haben. Also ich möchte sehen, was ich gemacht und geschafft habe. Genau. Kann sein, dass es beim MG noch mal stärker ist als beim Generator. Also zumindest meine Ausbilderin von der Human Design Ausbildung hat immer noch gesagt, dass die MG-Aura im Gegensatz zur Generatoren-Aura zielgerichteter ist, also dass auch ein Ziel sehr wichtig ist. Ja, aber am Ende so ein Ergebnis zu haben. Du kriegst Zustimmung. Absolut. Sehr schön. Ja, das freut mich sowieso immer. Ja, was habt ihr für Fragen zum definierten Sakralzentrum noch? Und ansonsten würden wir vielleicht langsam zum Undefinierten gehen. Oder was fällt dir noch ein? Ich glaube, was ich auch in Gesprächen immer mal wieder hatte, dass man das gar nicht so zwingend mit einem Ziel verknüpfen sollte. Also dieses Gefühl der Erfüllung kommt nicht unbedingt, weil man ein Ziel erreicht hat, sondern einfach, weil man seine Energie richtig eingesetzt hat. Ne? Manchmal in dieser Leistungsgesellschaft denken wir, oh, weil ich das abgeschlossen habe, fühle ich mich jetzt so erfüllt. Aber es ist eher so, dass ich die Energie so lange einsetze, bis ich halt keine Energie mehr dafür habe. Ne? Dass wir uns da auch nochmal, gerade die MGs, sich echt nochmal davon lösen, es muss nicht fertig sein. Ne? Es kann auch sein, dass man es bis zur Hälfte gemacht hat und dann merkt man, oh, jetzt habe ich keine Energie mehr dafür, jetzt mache ich was anderes. Und irgendwann wird es vielleicht fertig, vielleicht wird es auch nie fertig. Das ist aber für das Gefühl eigentlich egal, oder? Ja, ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, gerade für die MGs. Für beide, aber auf andere Art und Weise. Also bei den MGs dieses, das Ziel kann erreicht sein, bevor was fertig ist. Ich merke das ganz oft, dass ich einen bestimmten Punkt habe, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich das verstanden, dann reicht mir das. Dann muss ich einen Kurs nicht zu Ende machen, ein Buch nicht zu Ende lesen. Dann habe ich mein Ziel erreicht, ohne dass sozusagen in dem Sinne beendet wurde. Und bei den Generatorentypen, die tendieren ja dazu, wirklich bis zum Ziel durchzulaufen. Sollte aber dann nur passieren, wenn wirklich der sakrale Klick noch da ist. Ja. Machen aber auch nicht alle, ne? Nehmt das nicht zu ernst. Gibt ja, das so ist viel eine mehr. Tendenz. Das ist eine Tendenz. Es gibt ja dann die ganzen vielen Details noch im Chart, wo man dann nochmal drauf gucken kann. Ich hätte es oft lieber fertig. Ja, Claudia, es ist halt die Frage, aus welchem Zentrum du gerade sprichst. Ist es wirklich das Selbst deines Sakralzentrums oder ist es nicht selbst eines anderen Zentrums, das das Gefühl hat, Dinge müssen fertig sein? Das hat manchmal mit einem Herzzentrum zu tun, ne, weil man denkt, man kriegt nur Anerkennung, wenn es fertig ist. Das hat manchmal, es kann mit verschiedenen Zentren tatsächlich auch zusammenhängen, dass man das Gefühl hat, es sollte fertig werden. Ich glaube, das ist was, wo viele MGs kämpfen, dieses Gefühl, es muss fertig werden. Ja, wenn der Handel stimmt, kann man es ja auch mit der Willenskraft des Herzens zu Ende machen, ne? Ja. Dann ist es nicht immer nur Spaß, sondern einfach, ich mache das jetzt. Ich wäre trotzdem vorsichtig, mit der Willenskraft was weiterzumachen, wenn das Sakralzentrum sozusagen ausgegangen ist. Ja. Weil das kann natürlich auch zu einem Sacred Burnout führen. Also eigentlich würde ich immer sagen, wenn man das Sakralzentrum definiert hat, sollten die anderen Zentren sozusagen unterstützend sein, um nochmal extra durchzupowern.
es kann ja auch das definierte Herz sein, das geht ja auch manchmal dann so in Richtung Controlletti, ne? Dann willst du noch kontrollieren, dass der Prozess fertig wird oder so, ne? Also könnte wirklich alles Mögliche sein, aber ich würde schätzen, gerade beim MG, das Gefühl, es wäre schöner, wenn es fertig wird, ist ein Nicht-Selbstthema. Was fast alle MGs mit sich rumtragen. Ja, ich glaube, das trägt fast jeder Mensch mit sich rum, ne? Also wir dürfen mal hinterfragen, warum möchte ich, dass das fertig wird? Weil ich das gelernt habe, weil ich Sprüche gehört habe, oh, du machst nie was zu Ende, weil ich mir selbst nicht erlaube, irgendwie was Neues anzufangen, wenn es nicht fertig ist, ne? Also da ist ganz oft, weil ich das Gefühl habe, andere erwarten das. Ja, absolut. Ja, sollen wir zum undefinierten Sakralzentrum übergehen? Können wir gerne Oder machen. wolltest du erst die Tore noch anschauen? Können uns auch, wie du möchtest. Was sagt denn dein Sakral? Möchtest du? Ich möchte. Guck mal, du bist so langsam gewesen. Jetzt ist schon mein Verstand da. Da habe ich was geleistet. Ja. Ja, Leistung ist Herz, ne? Das Thema. Ja. Das Sakral möchte nichts leisten. Das Sakralzentrum möchte Spaß und Freude. Ja, das möchte was erschaffen, was kreieren, irgendwie was Tolles machen. Energie eigentlich nur einsetzen. Es möchte eigentlich nur Energie einsetzen, wenn wir mal ehrlich sind. Kann manchmal auch Tanzen sein oder Sport oder so. Ich habe noch was Lustiges. Erzähl. Es ist leider so, dass ich ja einen großen Teil meines Tages mit Dingen verbringe, wo mein Sakralzentrum nicht angeht, weil ich halt noch, habe ich ja letztens in meiner Story auch geteilt, mit einem Fuß noch im alten Leben hängen aus finanziellen Gründen. Und wenn ich dann mal was mache, wo es so richtig angeht, ist es wirklich witzig, weil die Energie geht dann so hoch, dann muss ich halt hinterher rausgehen und 2 Stunden irgendwie draußen rumrennen und noch Squats machen, also Kniebeugen und so. Ja, dann laufe ich hier durch den Park, dann laufe ich hier durch den Park und mache an jeder Ecke mache ich irgendwie 10 Kniebeugen, weil ich das Gefühl habe, ich komme jetzt gar nicht mehr klar. Ne? Das kann manchmal auch ein bisschen Wurzeldruck sein. Ich habe ja das undefinierte Wurzelzentrum, was da so ein bisschen raus muss. Aber das ist auch so, wenn das Sakralzentrum angeht, dann ist das wirklich an und dann muss das auch verbraucht werden, sonst kann man abends nicht gut schlafen. Ja, ich glaube dir das. Das ist auch das Schlimmste, was du im MT und Generatorkind antun kannst, ne? Zu sagen, nee, du musst jetzt still sitzen bleiben. Ja. Wenn die Energie raus muss, muss sie raus. Ja, ne? Auch die Jobs, wo man den ganzen Tag sitzt, ist nicht unbedingt das Ideale. Ein MG-Protein, das ich gerne hätte. Lisa, wir reden noch über das offene Sakral. Genau, später. Kommt gleich. Ja, ich glaube, es wäre spannend, jetzt durch die Tore zu gehen, weil man dann nochmal gucken kann, in Bezug auf das definierte Sakralzentrum, wofür habe ich dann eigentlich die Energie? Wofür soll ich meine Energie einsetzen? Mhm. Hast du Lust, uns durch die Tore zu führen? Ja, ist das jetzt eine Ja-Nein-Frage? Ne? Darfst du ein Projektor eigentlich nicht stellen? Was soll das? Kann ich ja nur mit Ja oder Nein antworten. Wie wäre es, wenn du uns jetzt durch die Tore führen würdest? Eine wunderbare Idee. Ich reiße es einfach nur so ein bisschen an, ne? Damit wir hier das auch nicht so sprengen. Ja. Aber wir können ja mal gucken, womit kann das Sakral überhaupt verbunden sein? Wir haben grundsätzlich alle Kanäle, die vom Sakralzentrum abgehen, sind generierende Kanäle. Das heißt, du darfst dieses Potenzial auf Reaktion benutzen. Das heißt, du siehst was im Außen, dein Sakral springt an und dann machst du das einfach. Na, du musst nicht auf Einladung warten, du musst auch nicht groß informieren, sondern du erschaffst dann einfach so ein bisschen was. Und das kann sein, dass von der Wurzel so ein bisschen Druck hochkommt, ne? Dass er gerade dann anspringt. Dann wäre zum Beispiel das Tor 42. Das finde ich auch sehr schön, weil das sind wirklich Menschen, die das haben oder den ganzen Kanal haben. Da geht es um Wachstum. Und die können wundervoll Zyklen und Dinge beenden. Ja. Na, das ist so die Energie, Dinge dann auch zu beenden. Ja. Richtig, damit cool. Neues kommen kann. Ja. Alte Dinge beenden, damit Neues dann kommen kann. Ich bin immer so begeistert von diesen ganzen Toren. Dann haben wir das Tor 3 direkt daneben. Na, da geht es um Veränderung, Innovation, im Schatten auch so ein bisschen Chaos. Aber das ist eine ordnende Energie. Also die Energie, ne, Dinge irgendwie wieder zu sortieren und in einem Ordnung
zu bringen, um innovativ mit einer neuen Struktur vorwärts zu gehen. Das Tor 9, ne, das hast du ja ein paar Mal, da geht es um Fokus. Das ist die Energie, sich zu konzentrieren. Ja, das ist vielleicht dazu, weil ich das ja habe, ich bin ja im G und habe dieses Tor des Fokus und das ist durch drei Planeten aktiviert, das heißt, es ist eine relativ präsente Energie in meinem Chart und das heißt, dass ich nicht der MG bin, der Multitask. Das hört man ja manchmal, ne? Alle MGs können richtig gut multitasken. Nein, das stimmt nicht. Wenn man das Tor des Fokus aktiviert ist, darf man darauf achten, dass man auf eine Sache fokussiert ist und vielleicht auch, muss man ein bisschen ausprobieren, vielleicht auch nicht 20 Sachen gleichzeitig macht, ne? Sondern eher so ein bisschen hintereinander Dinge macht oder halt sich längere Zeiträume einplant, wo man auf eine Sache richtig fokussiert und dann zur nächsten wechselt. Ja, Claudia hat auch Tor 9. Ja. Genau. Total schön. Was haben wir dann? Dann haben wir die 59, die ist verbunden mit den Emotionen, mit dem Tor 6. Da geht es um Intimität und Nähe. Und das ist so eine sexuelle Energie, auch für tiefe Verbindungen. Und das ist spannend, weil das ist quasi so eine sakrale Schöpfungsenergie. Und das Tor 6 ist eigentlich eher so ein bisschen, nee, ich möchte das nicht. Und das Tor 59 reißt so ein bisschen die Barrikaden an und sagt, hey, dann streiten wir uns halt, jetzt reiben wir uns ein bisschen. Und danach sind wir aber irgendwie, stehen wir näher aneinander. Also es ist auch ein schönes, spannendes Tor. Und da sind ja Grenzen sehr wichtig, ne? Weil Leute einem sehr schnell sehr nahe kommen, ne? Weil die das spüren. Ja. Und da irgendwie auch zu sagen, ich kann zwar die Nähe schaffen, aber jetzt gerade möchte ich das nicht. Kann bei dem Tor, oder gerade wenn man den ganzen Kanal hat, kann das ein großes Thema sein, ne? Ja. Ja, dann haben wir drei Tore, die zum G-Center gehen. Und da haben wir das Tor 29, das hatte ich schon angesprochen, ne? Das ist so das Tor des Ja-Sagen. Es geht um Verbindlichkeit, es geht um Commitment. Ne? Es ist eine Energie, sich voll und ganz auf etwas einzulassen. Und auf was ich mich einlasse, ne? Da müssen wir die sakrale Reaktion abwarten. Aber wir haben dann das Tor 46, das uns eine Richtung gibt. Ja, wozu sage ich ja? Wofür committe ich mich? Das Tor 14, das sind so Ressourcen, ne? Man hat dann Energie auch für andere Menschen und kann so diese Energie zur Verfügung stellen. Auch wieder für etwas, was so Tor 2 eigentlich sagt. Ich kenne Leute, die haben das Tor 14, aber die 2 nicht. Die sind manchmal so ein bisschen traurig, weil die haben die Energie, aber dürfen nicht entscheiden, wofür. Brauchen das Tor 2, das sagt, hier geht's lang. Ich habe das. Ich habe nur das Tor 14, aber nicht die Karte. Ist das bei dir so? Und es ist ein Geldtor, ne? Also es hat auch mit finanziellen Ressourcen auch zu tun. Ja, dieser Kanal, ich glaube, der heißt auch Kanal der Alchemie, ne? Weil man eben die Ressource mitbringt, in eine bestimmte Richtung da auch was zu erschaffen, was Geld generiert, na klar. Energie anhebt. Ja. dann haben wir das Tor 5. Ne, das Tor 5 ist ähnlich wie das Tor 9. Da denkt man sich, hä, Fokus? Tor 5 so ein bisschen warten. Was soll das hier eigentlich im Sakral? Aber auch, das Tor 5 mit dieser wartenden Energie, das geht so ein bisschen darum, in den eigenen Flow zu kommen, Rituale, Routinen, so in seinen Rhythmus zu kommen. Also auch manchmal die Energie zu haben, zu warten, so in diesem, im richtigen Moment was zu tun, auch das ist eine sakrale Energie. Ja, ich finde es eine ganz, ganz, ganz entscheidende Sakrale, also weil es geht ja immer ums Reagieren, ne? So eine entscheidende Energie eigentlich, dass man den richtigen Moment abwarten kann, hat viel auch mit Rhythmus, also ich erlebe das viel auch als den richtigen Tag-Nacht-Rhythmus zu finden, mit den Jahreszeiten so ein bisschen zu leben, solche Rhythmen zu finden. Das sind wir zwei Geldtypen. Ja, Geld. Nicht immer alles ist aktiv, wirklich aktiv, was man aktiviert hat. Ne? Nur weil man das Tor 14, nur weil man das Tor 14 hat, heißt es nicht, dass man ganz viel Geld hat. Leider. Maifa, gibt es das Tor 14 zweimal? Nein. Also nein. Es gibt jedes Tor im Bodygraph einmal, aber rechts und links in diesen Planetensäulen können Tore mehrfach auftreten, weil dann mehrere Planeten in dem Tor stehen. Darum kann es das sozusagen mehrmals geben. Genau.
Ja, dann finde ich die 34 super spannend. Die 34, ne, heißt auch immer so Macht, das Tor der Stärke und der Macht. Und das kann verbunden sein mit der Milz, mit dem Chi-Center oder mit der Kehle. Und da geht es wirklich, das ist eine krasse Energie, ne? Aber die ist für einen selber. Das ist so, im Tor 34 geht es immer um Selbstbestimmung. Ich entscheide, wofür ich meine Energie einsetze. Und das ist so eine Power to empower, ne? So eine sehr individuelle Energie auch. Das Tor 14 auch, arbeite noch an der großen Kohle. Ja, willkommen im Club. Wahrscheinlich brauchen wir jemanden auch, der dieses Zweier-Tor hat, damit sich das richtig entfalten kann. Ja. Ja. Hier, ich habe 34 mit der Kehle. 34, 26. Was ist denn das hier? 20. 20, genau. Das 20. ist der Kanal, der kann nur einen manifestierenden Generator haben. Das ist der manifestierend generierende Kanal. Klingt so ein bisschen komisch, aber es ist ein sehr individueller Kanal, ne? Spannend. Ja, und dann haben wir noch das Tor 27, der Fürsorge. Das ist eine sehr beschützende Energie. Die geht rüber zum Milz, ne? Da geht es ums Kümmern, ne? Also auch hier das 27, 50, glaube ich, ist es, und 59, 6, die hier so rübergehen. Das sind so schützende Kanäle, ne? Genau, das ist ja mein Kanal, 2750. Und dadurch, dass er mit der Milz verbunden ist, geht es ja auch immer ums Überleben, ne? Also Fürsorge mit dem Ziel des Überlebens der Community zu übersichern, ne? Weil das ja ein Community-Kanal, so ein Tribal-Kanal, das ist meistens im Human Design so ein Gemeinschaftskanal ist. Ja, aber auch Fürsorge fängt erstmal bei dir selber an, ne? Das ist meistens die Lernaufgabe von dem Kanal, ne? Dass man merken darf, dass man nicht zu sehr immer bei den anderen ist und sich um alle kümmert, sondern dass es beim Selbst anfängt. Ja, absolut. Ich habe 15, allerdings nicht 27. Ja, cool, vielen Dank. Spannende Tour durchs Sakralzentrum. Genau, das sind so die Energien. Also es ist gar nicht so, ne, dass man immer denkt, Hassel, Hassel, Hassel. Das sind ganz viele softe Energien auch, ne? Sich zu kümmern, auch gemeinschaftlich was zu machen, zu warten, sich zu fokussieren, zu wissen, wann der richtige Moment ist, aber dann auch richtig die Power, Dinge zu Ende zu machen, loszulegen, was zu Ja. erschaffen. Das ist total spannend, was du sagst, weil ich glaube, manchmal die Energie, die wir manchmal mit dem Sakralzentrum verbinden, ist eigentlich die Herzenergie. Also so dieses ein bisschen mehr so Wumms dahinter, ein bisschen mehr, also diese Willenskraft ist ja tatsächlich keine Sakralenergie, sondern das ist Herzenergie und das haben ja die meisten von uns tatsächlich nicht definiert. Also auf diese Kraft können die meisten von uns nicht zurückgreifen. Das heißt, wir dürfen da auch ein bisschen softer werden. Ja. Ja, das undefinierte Sakralzentrum. Ja, Da das. können wir dann auch wieder gucken. Ja, das sind dann die Reflektoren, die Manifestoren und natürlich unsere lieben Projektoren. Ja. Und wir alle, die wir das undefiniert haben, beim Offenen, bei mir ist es noch mal ein bisschen anders, aber bei allen, die undefiniert haben, da stellt sich so die Frage, weißt du, wann genug ist? Und ich kenne eigentlich kaum Manifestoren, Reflektoren oder Projektoren, die wirklich wissen, wann genug ist. Also es ist, ne, ist es genug zu arbeiten, ist es genug, was ich gerade gegessen habe, oder esse ich auch zu wenig? Geht in alle möglichen Richtungen. Immer die Frage, weiß ich, wann genug ist? Das ist so das Schattenthema, dass wir immer über unsere Grenzen gehen, weil wir gar nicht merken, dass wir da drüber gehen. Es ist von außen ist das interessant zu beobachten, weil ich sehe, dass es diesen Menschen unglaublich schwer fällt, auch Pausen zu machen. Ja, das ist auch so dieses richtig so von morgens bis abends so ja fast so durchzuhalten, kein Wochenende zu machen, kein Feierabend zu machen. Ich bin da sehr erstaunt, ne, wenn ich das so von außen beobachte, weil das natürlich mit definiertem Sakralzentrum, wenn man sich das bewusst macht und wenn man dann selbst ist, das relativ einfach ist, weil man ja so richtig so seine ganze Power raushaut und dann ist das kein Problem, sich auch mal auszuruhen. Ja. Ja. Und Ja, deswegen ist undefiniert ich schwierig. fühle mich ganz erwischt. Man merkt das oft so bei also ich kenne halt viele Projektoren auch. Man merkt das oft, dass so ist so die Frage, bist du müde? Wollen wir das jetzt noch fertig machen? So Wand zu streichen, wollen wir das wirklich jetzt noch streichen? Und eigentlich, wenn die Projektoren oder Manifestoren rufen, ja klar, natürlich habe ich noch Energie, das können wir auf jeden Fall noch fertig machen.
Das ist eigentlich so das Anzeichen, dass es eigentlich nicht mehr, dass man es nicht mehr machen sollte, ne? Ja. Das ist ein schönes Beispiel. Ich bin ja gerade erst umgezogen, dann habe ich mit meinem Projektor mal Wände gestrichen und so Sachen, wo ich dann so bin, wie, sollen wir das nicht morgen weitermachen? Wo ich schon so bin, ne? Also, nein, das machen wir jetzt mal schnell fertig. Es gibt kein, also es gibt dieses Gefühl nicht, ne? Weil du denkst, ja, ob ich das jetzt noch schnell mich durchbeiße oder morgen, das ist. Ich merke auch, dass es, dass Projektoren oder viele Projektoren einfach nur überleben, indem sie nicht anhalten. Weil wenn du mal anhältst und wirklich diese Müdigkeit spürst und diese Erschöpfung, dann spürst du es, dann ist es halt da, dann kannst du es auch nicht mehr ignorieren. Aber wenn du einfach immer weitermachst und läufst und läufst und läufst, Ja, oh, kommst tut du mir nicht in richtig diesen weh, wenn du erschöpfenden das Modus. sagst. Ja, es Ja, tut das mir ist richtig so. weh. Ja. Oder Ja. so, ich lese manchmal so Tipps für undefinierte oder offene Sakralleute. Ladet euch doch einen Generator oder MG ein, wenn ihr gerade müde seid. Ich denke mir, genau, wir laden uns einfach ständig Leute ein, damit wir immer über unser Limit gehen. Ja. Und dann, was passiert dann irgendwann, ne? Du gehst halt, du kannst mehr Energie nutzen, aber du gehst halt gleichzeitig ins Minus. Und irgendwann kommt die Rechnung. Das ist, glaube ich, interessant, das nochmal zu erläutern, wie das eigentlich ist, wenn wir in den undefinierten Zentren, es ist ja immer so, dass wir die Energie aufnehmen von Leuten, die das Zentrum definiert haben. Und wir verstärken diese Energie. Das heißt, wenn du lebst dir ein MG, Rent-MG wäre auch eine schöne Plattform, ne? Du lebst dir jetzt ein MG ein. Und dann nimmst du erstmal diese sakrale Power ja auf und verstärkst sie. Das heißt, du hast ja erstmal mehr Energie als der MG selbst, ne? Und das kannst du dann natürlich erstmal benutzen. Und sobald, ne, MG geht nach Hause, du 2 Stunden später ist die ganze Energie langsam mal auch so rausgetröpfelt aus deinem undefinierten Zentrum und dann hast du so einen totalen Zusammenbruch, oder? Wie fühlt sich das an dann? Ja, ich habe den Eindruck, ich bin natürlich nicht mit sakralen Menschen aufgewachsen, ne? Also ich bin ja irgendwie, ich weiß auch nicht, ich ziehe so die Non-Sacreds an. Aber ich habe eher den Eindruck, wenn ich mit jemandem sakralen zusammen bin, dass ich hinterher mich schneller erschöpft fühle. Aber ich glaube nicht, dass das ist, weil ihr mir Energie nehmt, sondern ich glaube, dass es so ist, ich spüre deine Energie zum Beispiel und dann kriege ich wie so eine Abrechnung. Das ist so, wie wenn ich jedes Mal eine Abrechnung kriegen würde und dann kommt, ne? Du bist immer noch 1 Million Stunden im Minus. So, jetzt, und dann habe ich die Abrechnung und dann kann ich sie nicht ignorieren und deswegen fühle ich mich schlapp. Ich glaube tatsächlich, wenn wir das besser im Griff hätten und wir, ne, gerade die Non-Sacrals mehr Pausen machen würden und weniger arbeiten würden und anerkennen würden, dass wir in kürzester Zeit ganz, ganz viel schaffen können und den Rest des Tages wirklich nichts machen sollten, dann hätten wir dieses extreme Erschöpfungsgefühl nicht mehr. Das ist meine Theorie, dass es aktuell nur so extrem ist, weil wir eigentlich tief in uns drin todmüde sind und ihr uns das nur, ja, wie so die Abrechnung gibt, ne? So empfinde ich das. Ja, es ist ja in jedem Zentrum gibt es ja Lernthemen, ne, die man eigentlich aus den Themen des Zentrums auslesen kann. Und ich verstehe das undefinierte Sakralzentrum so, dass es darum geht, wirklich das gute Maß für einen zu finden. Und zwar auch dann, wenn man umgeben ist von Sakralenergie, dass man das aufnimmt. Ne, ihr könnt das ja spüren. Ne, deswegen sind ja Projektoren dafür da, die Generatorentypen zu leiten. Ne. Wenn ihr das ja spürt, ne, ihr spürt diese Energie, auch wofür wir Energie haben, und dass sie das spürt und dass sie das nicht diese Energie benutzt, um dann selber MGs oder Generatoren zu sein, sondern dass ihr trotzdem das richtige Maß findet, auch wenn ihr von diesen Energien umgeben seid und nicht ins Minus geht. Das wäre mein Verständnis von so einer Lernaufgabe von einem undefinierten Sakralzentrum. Ja, ich glaube, Ja? das Problem ist gar nicht, also klar, wir möchten irgendwie gerne dabei sein, ne? Wir merken ja gerade, Projektoren merken total, dass sie anders sind. Schon im Kindesalter merken wir, dass wir anders sind. Wir wollen aber unbedingt auch dazugehören und möchten halt mitmachen. Da fällt es schwer, so ein bisschen außen vor zu bleiben. Und später ist es, was ich von Manifestoren manchmal, aber ganz verstärkt Projektoren auch mitkriege, ist dieses. Oh, ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn der andere arbeitet und ich nicht. Ja. Und wenn wir uns mal bewusst machen, dass jetzt die Generatorentypen nicht arbeiten, weil es Arbeit ist, sondern weil die das einfach Spaß macht und die gerne gerade kochen, zum Beispiel. Kochen ist so ein Thema, ne? Projektoren
Viele irgendwie kriegen es nicht so hin, weil es so anstrengend ist. Und ich kenne super viele MGs und Generatoren, die aufgehen, wenn sie das dann kochen und ganz langsam und ne, nicht so effizient. Dann guckt man zu und denkt sich, oh, du könntest in der Zeit das noch machen und das, dann würde das viel schneller gehen. Wenn wir uns aber bewusst machen, okay, das ist für denjenigen keine Arbeit, der macht das gerne und ich kann da gerne zugucken und das einfach genießen, dass wir jetzt Zeit zusammen haben, dann wird es nochmal leichter. Ja, das ist ja so spannend, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass wir ganz oft in so Generatorentypen, Projektorenkonstellationen finden wir umgedrehte Rollen. Ne? Dass sozusagen die Projektoren eigentlich die Arbeit machen, auch weil sie so ein bisschen, die sehen halt sehr viel und dann haben sie manchmal das Gefühl, wenn ich das nicht selber mache, dann wird es nicht richtig gemacht. Ne? Also, dass sie in diese Falle rein, erstens nehmen sie die ganze Energie auf und dann laufen sie in diese Falle rein, ich muss das eigentlich selber machen, weil die anderen machen es nicht richtig, weil sie sehen es nicht so und das stimmt. Ne? Aber trotzdem geht es ja eigentlich darum, die anderen zu leiten, ne, statt es selber zu machen. Also, ne, die Projektoren fallen in diese Falle und manchmal bei den MGs, vielleicht noch mehr bei den MGs, ich weiß nicht, was ihr Generatorinnen dazu sagt, denkt, glaube ich manchmal, dadurch, dass wir diese Motor-Kehl-Verbindung haben, sind wir so kraftvoll in der Stimme, dass wir auch denken, wir würden andere Leute leiten. Ja, also das merke ich jetzt gerade, das ist noch was, worüber ich gerade viel reflektiere, ne? Das ist nichts irgendwie jetzt in der Human Design Literatur irgendwie niedergeschrieben ist, aber wo ich so manchmal denke, warum habe ich immer das Gefühl, dass ich leiten muss, ne? Das hat auch mit manchen von meinen Toren zu tun, aber so dieses, sich ich halt kraftvoll auch sprechen kann und dann manchmal denke, ich muss den anderen Leuten halt sagen, was sie tun sollen. Und dann kommt es so zu diesen umgedrehten Rollen auf einmal. Ich sage den Projektoren, was sie tun sollen, und die Projektoren sind so, ich mache das lieber schnell selber, sonst wird es nicht ordentlich gemacht. Und dann befinden wir uns irgendwie in so einer umgedrehten Welt. Und die Weiß ich nicht. Ist gerade Anerkennung. eine These. Und die Anerkennung. Projektoren machen ganz Ja. viel nur, weil sie gesehen und anerkannt werden wollen. Na, wenn du sagst, mach das mal und ich mach das und hinterher sagst du, ja, cool, dass du das gemacht hast, denke ich mir, geil, ich mache das jetzt jedes Mal, damit ich das kriege. Na, das ist Ja. diese Sucht nach Ja. Anerkennung auch. Ja. Ja. Kurz. Selina muss mir regelmäßig sagen, dass ich nicht zum Tun hier bin. Ja, ich stelle mir, wenn wir auch bei dieser, das kenne ich total, wenn wir bei dieser Marathon-Metapher bleiben, ne, so Generatorentypen, MGs haben eher die Energie, auch mal den Marathon zu laufen oder ne, querfeldein Kurs, vielleicht eher bei den MGs. Und eigentlich die Projektoren denken dann so, ja, ich muss hier mitlaufen, ne, weil ich kriege ja nur Anerkennung darüber, dass ich gewinne. Oder eben mindestens habe ich den zweiten Platz gemacht oder so. Ne, und dann rennen sie mit, aber eigentlich wären sie ja die Trainer, die daneben stehen und irgendwie, ne, nochmal einen Hinweis geben oder halt vorher die Leute vorbereitet haben. Ne, und da gibt es dann manchmal die vertauschten Rollen. Ne, die falschen Leute mitlaufen und die falschen Leute stehen an der Trainerposition. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass oft, also mein Sakral ist ja komplett offen, das heißt, ich habe keinen festen Umgang, was ich mit dieser Energie mache. Bei Lisa ist das ja zum Beispiel auch so, ne? Deswegen sage ich ihr immer ständig, dass sie nicht zum Tun da ist. Das heißt, die Energie kommt rein und wir sind total überwältigt und denken, was muss ich mit dieser Energie, irgendwas muss ich damit machen und überkompensieren das. Und Fakt ist ja einfach, dass du in einem Center, das du undefiniert oder offen hast, du die Energie verstärken kannst für einen kurzen Zeitraum. Das heißt, Projektoren können tatsächlich super tolle Arbeiter sein. Sehr schnell, sehr, sehr, sehr viel schaffen. Auch Manifestoren, ne? Und wenn du dann auch Ja. Reflektoren natürlich, und wenn du dann einen Chef hast, der das sieht, der erwartet das ja dann ständig von dir. Das heißt, du bist dann auf einmal, ne, und machst ganz viel, ganz schnell. Und ich glaube, dass das manchmal zu diesen Rollenverschiebungen kommt, weil man ja das nutzen kann. Man kann es aber nicht Ja. dauerhaft so extrem nutzen. Ja, oder du machst es dauerhaft und mit 50 bist du halt körperlich, spätestens mit 50 bist du halt körperlich so kaputt, dass dann gar nichts mehr geht, ne? Das ist ja Ja. auch gar nicht selten, dass das passiert. Ja, komplett offen. Ja, und es gibt ja dadurch, dass ihr dann so schnell und effizient seid, weil ihr dann alles seht, ne, sehr, und dann die Energie noch aufnimmt, seid ihr ja super effizient, ne, und kriegt dann dauernd diese krasse Anerkennung, ne, und das ist ja ein Teufelskreis. Ein Ja. Teufelskreis, ne, wirklich fies. Dann macht ihr keine Pausen, ne, so, das ist wirklich.
Also gerade Projektoren sind die perfekten Arbeiter, wenn du sie mit Anerkennung dahin kriegst, dass die alles machen, in Windeseile. Das ist wundervoll für einen Chef, ne? Ja, der nicht selbst Projektor ist, der perfektes Arbeitstier im aktuellen Kapitalismus. Ja. Ja, ist wirklich so. Und auch hier finde ich wieder die Human Design Sprache ein bisschen irreführend, wenn es heißt, Projektoren sind nicht zum Arbeiten hier, weil ich mir dann wieder denke, na ja, also jemanden zu leiten ist ja auch Arbeit, so, ne? Das klingt ja dann immer so ein bisschen, ja, was soll ich dann machen als Projektor? Das sieht ja vom Beruf an. Verstehe das nicht so richtig. Also, das finde ich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen von den Texten, die es im Human Design gibt. Na, was ist es dann, was ein Projektor tut eigentlich den ganzen Tag? Ja, hast du da eine Antwort drauf? Ich habe gerade den Kommentar noch gelesen. Ja. Ich glaube, dass eigentlich niemand zum Arbeiten da ist, weil das auch für die Generatorentypen Spaß ist oder die das mit Freude oder dieses Commitment einfach, ne, das einfach zu dem Sein gehört oder bei Manifestoren, dass sie was, eine Vision haben und das in die Welt setzen wollen. Ich glaube, bei ganz, wenn ich mit Projektoren spreche, die wissen genau, was gemeint ist. Weil dieses, ich sitze hier und ich stelle dir Fragen und ich helfe dir dabei, dass du weißt, wer du bist oder ich koordiniere das, das ist keine Arbeit für mich. Also, ne, Lisa sitzt hier als Projektorin, wenn noch jemand da ist, schreibt das gerne mal rein. Für mich ist das keine Arbeit. Ich denke mir, echt jetzt? Ich habe doch nur kurz was gesagt. Wie kann das jetzt einen Unterschied machen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch gemeint, ne? Das ist eigentlich ein bisschen das Gleiche wie bei den Generatorentypen. Deswegen meine ich, es gibt diese Verwirrung mit dem Arbeitsbegriff, es ist nicht im Schweiße deines Angesichts. Ne? So, Ja. das fühlt sich nicht schwer an. Manchmal denken wir ja, es muss sich schwer anfühlen, sonst ist es nicht richtig. Ne? Fühlt sich nicht schwer an. Wenn es sich ganz leicht anfühlt, ist es eigentlich genau das Richtige. Wie du sagst, ich Ja. habe nur eine Frage gestellt. Und das, also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt als Generatorentyp, ich kann das nur empfehlen, wenn ihr Projektoren in eurem Umfeld habt, fangt mal an, die nach Ratschlägen zu fragen. Ne? Das heißt nicht, dass ihr alles annehmen müsst, aber fangt mal an, die nach Ratschlägen und so ein bisschen nach Guidance zu fragen. Das ist wirklich schön, weil es kommen wirklich, wirklich tolle Sachen. Und manchmal wollen wir Sachen nicht hören. Also mich das ja auch so. Das ist so, dass die Projektoren sagen uns die Sachen, die wir eigentlich schon wissen und nicht hören wollen. Das heißt, dass die 200 Ideen, die wir gerade haben, davon sind 999 nicht für 199. 149 sind 199 nicht für uns. Und das wollen wir manchmal nicht hören, aber wenn wir das ein paar Tage sacken lassen, oft merken wir, dass das stimmt. Und das kann unglaublich hilfreich sein. Also, ich glaube, allein das trägt wieder so ein bisschen diese Beziehung auch in die richtige Richtung. Dass wir uns auch helfen lassen. Was für eine Herausforderung. Ja, ist so lustig, was Lisa noch geschrieben hat. Ja, total. Ich sitze dann wie ein Zombie vor dem PC und warte, bis die Energie irgendwie einschießt, weil ich loslegen will. Absolut. Der Begriff Arbeit ist in unseren Köpfen mit Anstrengung verbunden. Genau, und das soll es eigentlich nicht sein. Meine Tochter ist Projektor. Soll ich mal ausprobieren. Genau, und das kann ja auch mit Manifestoren sein, in diesem Sinne, dass ich lasse mich von einem Manifesto inspirieren. Ja, dass ich sozusagen nicht selber initiiere, sondern warte. Da kommt der Manifestor und teilt seine Vision mit mir. Da gehe ich, und da macht es Klick und ich gehe mit. Ja. So, ne, das ist schön, wenn man sich sozusagen in eigentlich diesen Flow reinfallen lässt, ne, und so rausgeht aus diesem, ich mache es selber, ich leite selber, ich habe selber die Idee. Das ist gar nicht notwendig. Ne. Sind wir viel Ja, weiter als nur genau. was Sakral. Ja, aber das gehört zum Sakralzentrum dazu, ne? Und es fällt vielen Generatoren und MGs so schwer zu sagen, hey, ich warte, was ich da so, ne, irgendwie in meine Aura ziehe. Und ich reagiere nur. Und ich bin hier, eigentlich sind auch Generatorentypen so Paschas und sitzen da und denken, gucken wir mal, was mir jetzt zu mir kommt und wo ich hell ja schrei und dann mache ich das einfach. Genau nur das, worauf ich richtig Bock drauf habe. Da fehlt manchmal ein bisschen das Urvertrauen, dass das Richtige zu einem kommt, wenn man nicht hart arbeitet und nicht selber initiiert. Und das ist alles ein Prozess, ne? Wenn man so langsam merkt, oh, die Dinge kommen zu mir. Also die Dinge kommen ja nur zu einem, muss man ja sagen. Das Sakralzentrum hat ja diesen Magnetismus, den du beschrieben hast. Den hat er natürlich nur, wenn da das Feuer auch an ist.
Das heißt sozusagen, die Freude zu finden im Leben ist der erste Schritt. Und wenn das was ganz Kleines ist, jeden Tag 3 Minuten für mich selbst, was macht mir Freude? Ja. Selina, wir sind am Ende. Ja, das Sakralzentrum ist so spannend. Ich finde das wirklich, am Anfang dachte ich mir, oh Mann, warum habe ich das nicht? Warum habe ich das ganz offen? Ich möchte doch auch machen. Und mittlerweile kann ich mich mehr in mein Projektordasein rein entspannen. Und ich sitze manchmal da und denke mir, ja, liebe Generatoren, MT, Kinder, kommt her. Lass uns mal gucken, was ihr machen wollt. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn das Gegenüber sagt, ja, das möchte ich machen. Und dann loszieht und es macht und mir hinterher berichtet, beschreibt, wie cool das war und wie viel Spaß es gemacht hat. Das ist so ein schönes Gefühl, da einfach dabei zu sein. Ich finde, das ist ein schönes Center einfach. Ja, das ist ja eine wundervolle Beziehung, ne? Also ihr macht sozusagen das, wofür ihr eigentlich designt wurdet, ne, was leicht ist. Wir haben Guidance mit für unseren Weg, ne? Finden ein bisschen einfacher, wo eigentlich die Freude liegt. Und können euch dann wieder diese Anerkennung geben, so, ne? Also das ist sozusagen ja so ein wunderschöner Prozess, ne, der dann entsteht. Ja. Ja, Selina, wir haben ja auch noch eine Überraschung, ne? Ja. Ich habe das schon mal in der Story angekündigt und du ja auch, dass wir diese Freitags-Live total lieben. Und trotzdem haben wir uns gefragt, wie wir so ein bisschen mehr Austausch etablieren können, ne? Weil uns das ja auch gefehlt hat, als wir Human Design angefangen haben zu lernen, ne? Dass man so ein bisschen, dass man so reden kann einfach, was man so erlebt und wie man so die Dinge wahrnimmt. Und eben auch hier den Austausch mit euch, dass wir die ein bisschen besser gestalten können. Und es ist schon nächste Woche soweit, dass wir uns ein neues Format überlegt haben. Möchtest du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, und zwar ist es ein Workshop, ein richtig cooler Intensiv-Workshop für alle manifestierenden Generatoren oder Menschen, die sich über den manifestierenden Generatoren austauschen wollen oder lernen wollen. Der wird an 2 Abenden stattfinden, Freitag und Samstag. Und zwar gibt es an einem Tag ganz viel Infos rund um den MG, also was bewegt ihn, wie funktioniert die Mechanik, welche Probleme hat er vielleicht, welche Schmerzpunkte, wie funktioniert das generell, Infos, Infos, Infos. Dann kann man das so ein bisschen verarbeiten und reflektieren, wo man da vielleicht im Nicht-Selbst ist oder schon im Selbst. Und dann kommt am zweiten Tag Austausch, Erfahrungen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil da passiert die Magie, nämlich erst, wenn ich meine Wahrheit ausspreche, wenn ich das mal laut ausspreche und mir selber zuhöre, merke ich eigentlich, was los ist. Und dafür haben wir dann ganz viel Zeit und Raum, weil es nur eine kleine Gruppe sein wird. Ja, wir werden es tatsächlich begrenzen auf 8 Leute. Nicht, um irgendjemand auszuschließen, sondern weil es wirklich so sein soll, ihr kennt das vielleicht manchmal bei den Zoom-Veranstaltungen, da kann man dann nochmal irgendwas in die Kommentare schreiben und wenn man Glück hat, wird es beantwortet. Aber so soll es nicht sein. Es soll wirklich möglich sein, dass jede und jeder sprechen kann, dass wir wirklich einen Austausch haben. Und das ist sehr möglich, wenn es über 8 Leute geht. Also wir sind dann 10 mit uns beiden. Und es ist wirklich das Format, was wir uns gewünscht haben, als wir das erste Mal so auf unseren Typ aufmerksam geworden sind. Das ist ja auch so das 4-6er-Profil, dass wir wirklich so, was hat uns gefehlt? Was hat uns gefehlt? Und das wirklich kombinieren, Information und Austausch. Und dann ist es am Freitag 18 bis 19 Uhr, ungefähr eine Stunde. Und am Samstag 18 bis 19:30 Uhr, also wirklich 1,5 Stunden nochmal für den Austausch. Und was ich halt auch so spannend finde, ehrlich gesagt, ist, wir sind beide dabei. Das heißt, es gibt halt auch wirklich die Perspektive einmal von einer Projektorin, die mit MGs auch arbeitet. Und die sozusagen den Projektorinnenblick und auch eine Außenperspektive hat und natürlich eine geschulte Human Design Expertin ist. Und ich bin einfach so dabei. Ja, ich bin ja auch geschulte Human Design Expertin. Aber ich kann sozusagen dann noch natürlich auch was von so einer MG-Innenperspektive sagen. Und ich glaube, das ist eine Kombination, das ist einfach ganz großartig. Ja. Ja, das hast du so schön gesagt. Es geht halt nicht ums Wissen, sondern ums Erleben, ne? Also, dass man wirklich
in diesen 2 Tagen sich transformiert nochmal. Genau. Und den Link gibt es schon verfügbar, ne, wo es nochmal die Beschreibung gibt und natürlich dann die Möglichkeit zu buchen. Bei dir, ne, auf dem Profil, ne, in der Bio und bei mir auch. Und ich werde es heute nochmal in der Story auch ankündigen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Dann beantworten wir die gerne. Und wir freuen uns ansonsten auf den Austausch nächsten Samstag, auf die Infos am Freitag und auf den Austausch am Samstag. Ich glaube, wir sind beide schon super aufgeregt im positiven Sinn. Ja. Und es wird dafür nächsten Freitag kein Live geben, weil es tatsächlich sonst ein bisschen zu viel wird. Aber natürlich sehen wir uns dann übernächsten Freitag. Ist da schon Karfreitag? Nee, ne? Ich glaube, wir haben noch einen oder Freitag davor. Doch, dann ist Karfreitag, glaube ich schon. Ich weiß ja nicht, ob ich Karfreitag live machen kann. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder an einem Freitag live. Das heißt, auch wenn es vielleicht neue Formate jetzt geben wird von mir und Selina, wird es die Freitags live weiterhin geben. Genau. Ja. Ich glaube, das war's, ne? Für heute. Genau. Ja, und wenn euch das gefällt mit dem Intensiv-Workshop, wir planen vielleicht auch andere Typen mal zu besprechen, intensiv auch Raum zu geben, ne? Über das, was einen gerade bewegt, auch zu sprechen. Ja. Ganz genau. Den Projektor wird es auf jeden Fall geben. Dafür braucht es auch dringend Raum, mal drüber zu sprechen, finde ich. Ja. So steht man ja sonst alles einfach nicht. Ja, der AfD einladen warten und so. Da muss man mal drüber reden. Ach, danke euch für euer Feedback. Vielen Dank. Ich schau mal rein, noch mal rein, ob ich was übersehen habe. Ganz genau. Der Projektor darf einfach guiden, ohne Anstrengung. Ja, vielen Dank. Ja, kommt gut ins Wochenende und lasst es euch schmecken. Genau. Danke fürs Zuschauen. Dann macht es auch gut, Selina. So wie immer. Bis dann. Schmeiß mal dein sakrales Feuer noch an. Jetzt kann ich das total an. Tschüss.